Servus, Grüße und Hallo, DK ist wieder da zu Alice Madness Returns und wir sind hier immer noch in Tundra voll oder wie das Ding auch heißt. Haben gerade eine schöne Erinnerung bekommen von der ollen Pris. Pris Witness. Die mal wieder über ihre. Wow. Über ihre Ike-Sünden argumentiert. Und. Ja, auf geht's. Du bist ja... Du Mistviech. Wollte gerade sagen, ich brauche mal so langsam ein bisschen Leben zurück. Hat sich da jetzt erledigt, da ich hier gerade eine Pflanze entsprechend drinnen bekommen habe. Sehr schön. Kann ich irgendwie reingucken? Nee. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Was haben wir denn hier für alles? Zahn. Wie soll ich da rankommen? Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Leute, ihr dürft mich... Na, im Endeffekt ist es egal, weil ich das hier schon aufgenommen habe, bevor ich hier durch bin. Also von da... Ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich da runter will? Ah, verstehe, weil da unten Zähne drin sind und hier ein Weg ist. Schrumpfen wir uns ein. Aber wir sollten nicht durchpassen wahrscheinlich. Genau. Hat sich doch gelohnt. Ich höre eine Schweineschnauze irgendwo. Ich weiß nur noch nicht wo. Ah, nein! Ah! Ja, logisch. Logisch, genau. Ja, vor allen Dingen jetzt. Vorhin hat es geklappt, ohne zu springen. Und jetzt, wo ich nicht springe, funktioniert es natürlich mal nicht. Game, you fail. Ich gehe mal hier hoch. Ich habe zwar das Gefühl, dass ich hier auf der falschen Seite bin. Jo, bin ich auch. Und... Alle. Hopp. Dann fahren wir mal durch. Mal schauen, was da hinten ist. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Gerade so. So, da vorne müssen wir hin. Genau. Hick. Hier ist ein Schwein. Ich höre es doch. Hier ist ein Schwein. Hier ist doch ein Schwein. Ist das hier drin? Angst? Genau, das ist der Weg, wo es nach unten geht. Genau so. Holy moly. Das war ja mal verdammt
verdammt knapp. Okay, versaut. Ja. Wir wollen auf jeden Fall in die andere Richtung, sehe ich hier gerade, weil... Hallo, Katze. Ach, komm mal her, du dickes Ding, du. Hi. Und hopp. Okay, von da vorne müssen wir durch. Okay, das sehe ich ein. Von da sind wir gekommen. Das sehe ich auch ein. Da will ich aber nicht hin. Ich will nämlich noch den einen Weg da unten lang gehen. Was ihr da wahrscheinlich nicht einseht. Aha, sehr schön. Genau, von hier kommen wir dann dahin. Genau so. So hatte ich mir das doch geplant. Was ist dicker? Hm? Uff. So. So oder so machen wir jetzt mit der Story weiter, beziehungsweise da, wo wir hin müssen. Also. Plong. Der war gut versteckt. Obwohl ich nicht weiß, warum mein Spieler die ganze Zeit leckt. Ich weiß es nicht. Machen wir den mal auf. Ups. Jetzt können wir auch weiter. Mehr oder weniger weiter. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass ich den Fisch, der da unten rumlungert, nicht mag? Nee. Sieht nicht so aus, als ob ich den irgendwie... Ein Glas im Fisch. Ein Schiff im Fisch. Fisch im Glas. Nee, ein Glas im... Ein Schiff im Glas. Wusste ich's doch. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Nur nicht für uns. Also komm rauf. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, was wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral. Oder die Haie verspeisen uns. Meine Wrackhall, Kanonenfeuer und Minen. Oh! Drücke die linke Maustaste, um Kanonenfeuer abzufahren. Okay, drücke die rechte, um was Bomben zu zeigen. Also so. Oh, das ist ja cool. Das ist ja geil. Jedoch, wie genau das möglich ist, fragt ihr mich jetzt ein bisschen zu viel. Also sogar mit internen Highscore ist ja geil. Ich glaube, das sind die Minen, das sind die Krabben. Sehr cool. Ne, das sind keine Minen, das sind keine Krabben, das sind
Ach, verdammt. Ich weiß nicht, warum ich heute die ganze Zeit am Rumlenken bin. Der nächste, bitte. Das sieht nicht gut aus. Bumm. Sehr interessant gemacht. Also das finde ich ja lustig. Lustiges kleines Gimmick. Wrackhaie nennen sich diese Dinger. Was mich ehrlich gesagt nur ein bisschen traurig stimmt, ist, dass diese Dinger, wie sagt man, die Intelligenz, also sie verfolgen einen nicht, sie verfolgen einen zwar schon, aber sie gucken einen nicht. Das war's? Oh nein. Dabei haben wir uns so gut gehalten. Kurz bevor man ihn besiegt. Aha. Ein schönes Schiff. Oh, mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Schickes Kostüm. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Das haben wir schon gesehen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Nettes neues Kostüm, was wir hier gerade so gekriegt haben. Die Sirenen-Alice. Barfuß, die Kleine. Ein bisschen mehr Ausschnitt, wie es aussieht. Ja, da müssen wir lang, also gehen wir da lang. Oh. Naja, was soll's. Ah, Leute, das habt ihr doch wohl sicherlich kommen sehen hier, oder? Ich mag dieses Kostüm. Ja, sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Sirenen-Alice, so heißt dieses Kostüm. Das habe ich mir vorher belesen, weil die Kostüme interessieren. Nicht viele großartig Spoiler und so. Aber sieht auf jeden Fall lustig aus. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. So wie es aussieht, kriegen wir in jedem Kapitel ein anderes Kostüm. Ist ja interessant. Ja, ja. Ich mag das Kostüm. Das finde ich cool. Aber seit wann kann Alice unter Wasser atmen? Ja, das ist hinüber. Augenfische. Und da unten ist irgendwas anderes.
Nee, kann ich nichts mehr anfangen. Natürlich explodiert der Hase auch unter Wasser. Natürlich. Ich höre ein Schwein. Okay, jetzt weiß ich, wie ich die Dinger kaputt maue. Kaputt maue. Schweinchen, Schweinchen. Wo bist du? Gucken wir hier lang. Also ich höre... Ah! Ich sehe was, aber ich höre nichts mehr. Ich find die Wasserdynamik mit ihren Haaren, finde ich super. Echt sehr schön gemacht. Vor allem, wir stehen hier einfach so rum. Sehen, wie das Wasser so ein bisschen, wie die Haare so ein bisschen rum, was rumwedeln. Au. So muss man das wohl machen. Okay. Ah, die Musik ist... Ich habe immer das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Was mir allerdings nicht gefällt, ist, es hört sich an, als ob sie Absätze trägt. Okay, das haben wir schon. Wo ist das Oinky Oink? Ha, ha, ha. Wunderbar. Das jedoch sieht sehr... Ich hab die Zähne. Mir egal, ich hab die Zähne. Aber das war fies. Das war echt fies. Okay, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Noch fieser. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Genau so. Ups. Ne, den Fehler lasse ich mir nicht. Den Fehler mache ich nicht. Dass ich hier irgendwie über diesem großen Ding da... Nee. Da lasse ich auch die Zähne liebend gerne aus. Okay, das ist der richtige Weg. Okay, das ist tödlich, das Ding. So. Okay, das war nun gegangen im Kreis. Ah, so kommen wir zurück. Okay. Upsa. Und hoch mit uns. Und rüber. Rüber, 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 rüber. Rubbel die Katz. Und passend dazu kommt auch die Katz gleich rein. Ja, ja. Also laut meiner Uhr... Au. Au. Haben wir hier zum Beispiel wieder ein Little-Türchen. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal bei Alice Madness Returns. Werden wir dann sehen, was hinter dieser Tür sich verbirgt. Ja.